Genau, hier ist das Level. Und was ist dann das da gleich nochmal für ein Level? Ich verwechsel nämlich gerade das Level und das schwarze Flüssigkeit im Boden-Level irgendwie. Bring Licht in die Pyramide. Ach, das ist die Wüste. Ah, okay, alles klar. Können wir nicht irgendwie mit. Ich habe so im Hinterkopf, dass man mit der Sprungbox irgendwie super gut in irgendeine Richtung abkürzen kann. Aber ich weiß nicht mehr, wie und was und wo. Na, so nicht, aber das könnte tatsächlich funktionieren, dass man über die Absperrung springen könnte mit dem Ding. Aber ich glaube, jetzt sind wir ziemlich tot hier. Die Lampe da könnte direkt aus Minecraft sein. Meinst du die Lampen in dem Kellerlevel gerade? Weil das, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja? Das stimmt. Ja, der Winkel war jetzt gerade mal sowas von schlecht. Noch schlechter als vorher. Aber ich habe gerade gesehen, dass da wenigstens ein Extra-Leben gespawnt ist. Na dann, verlieren wir wenigstens nix. Nice, Mario. Nicht schlecht. Gut gerettet. Da müssen wir wohl doch die nervige, lahmarschige Version des Weges hier nehmen. Ich jetzt mal ein bisschen beschleunige hier. Cool, das lief gut. Na, dann gehen wir mal in die Pyramide. Wenn wir die beleuchten sollen, werden wir wohl auch hier rein müssen, nehme ich an. Gut kombiniert, Sherlock. Naja, okay. Wenn ihr das Geräusch hört, dann streikt die Kamera gerade wieder und macht nicht das, was ich will. Nur falls ihr euch wundert, falls ihr das Spiel nicht kennt und euch fragt, was da und wuh, 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 wuh macht, das ist die Kamera, die nicht so will wie ich. Glück gehabt. Das Spiel hat so eine gute Dynamik und so ein gutes Tempo. Und wenn man das wirklich drauf hat und die Levels kennt, kann man so cool rumspringen und coole Tricks machen. Aber das Klettern hier, das Hangeln, hätten sie ein bisschen schneller machen dürfen, finde ich. Das nimmt so ein bisschen das Tempo raus und ist langweilig. Ah, ah. Ah, ah. Wow. Greifen die mich absichtlich an? Jagen die mich, die Elektrokugeln? Das ist ja voll gemein. Aber gut gemeistert. Okay. Da oben ist ein Stern. Ich glaube, ich nehme mal das Stampftaxi hier, wenn das geht. Danke, Stamptaxi. Ich weiß nicht, ob das die Quest war, die wir hätten machen sollen. Bring Licht in die Pyramide. Das haben wir jetzt nicht unbedingt gemacht, ne? Aber wir haben einen Stern. Das war Kurs 8. Ach so, nee, wir sind in Kurs 8. Welche Mission das war, weiß ich jetzt nicht.
Das war Mission Nummer 3. Bring Licht in die Pyramide. Aha, ich glaube, ich habe so im Hinterkopf, dass wir irgendwie die Spitze... ups, dass wir irgendwie die Spitze der Pyramide zusammenhauen müssen, kaputt machen müssen. Gutes Stichwort, by the way. Ich habe mir gefragt, ob die Entwicklung von Zack York sich ein wenig an Sherlock Holmes orientiert hat. Soziale Intelligenz gleich null, aber herausragende rationale Intelligenz. Ja, die Figur ist auf jeden Fall definitiv ein sehr introvertierter, genialer Ermittler, das stimmt. Nice, Mario, nice. So, und jetzt wirbeln wir uns auf die Spitze der Pyramide. Das habe ich mir effektiver vorgestellt. Aber wir holen uns jetzt die Flugmütze. Die habe ich ja zum Glück schon freigeschaltet. Und stürzen langsam in den Treibsand, weil ich nicht genug Höhe habe. Aber was hier jetzt, ne? Ah, nein, Mario, das ist nicht so gut. Ah! Mamma mia! Bam, 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 bam. Sehr schön. Stimmt eigentlich. Ich bin mir zwar nicht sicher, was wir machen müssen, aber da ist ein Stern, den wir uns vielleicht holen könnten. Okay. Na komm schon, das funktioniert. Nein, so nicht. Schade. Mario, was machen wir denn da eigentlich? Kannst du mir das mal erklären? Ich verstehe es nämlich auch nicht. So. Ich glaube, es gibt einen regulären Weg. Den nehmen wir jetzt mal. Weil alles andere eskaliert hier nur die ganze Zeit. Ah! Nein! Nein! Ich dachte, ich fliege da einfach mal gemütlich hin und hole mir den Stern. Aber so leicht ist das nicht. Trotz Flugmütze. Das Fliegen ist wirklich nicht so leicht. Es ist ziemlich schwer, da Höhe zu halten, weil man halt doch immer nach unten sinkt. Man sinkt da ziemlich schnell ab. Und kann kaum wirklich fliegen. Im Sinne von fliegen. Fliegen. Komm, einfach landen hier. Genau. Ah, das ist schon ein kniffliger... So, gut. Nein, gar nicht gut. Ach, furchtbar. Dieser Treibsand um die Pyramide ist auch noch One-Hit-Kill-Treibsand. Da gibt's auch keinen wieder rausspringen oder so. Ich versuche jetzt nochmal was. Das könnte funktionieren. Und... viel leichter sein als alles, was ich bis jetzt versucht habe. Ach, Wirbelsturm. Du kostest nur Zeit und bringst nichts. Geh weg. Was? Jetzt sind wir von dem Block abgeprallt und in den Treibsand. Ja, aber wirklich, Mario, hey. Heute läuft ja alles schief. Oh mein Gott. Ah,
Okay. So, vorsichtig. Ah. Perfekt. Aber Licht in die Pyramide haben wir jetzt immer noch nicht gebracht, ne? Ich muss mal rausfinden, wo die Kanone ist. Wo ist denn die Bombe habe ich schon gefunden, aber wo ist in dem Level eigentlich die Kanone? Moment! Das war Bring Licht in die Pyramide, dass ich... Verstehe ich nicht. Ich muss mal kurz die Katze rauslassen. Ja, ich komm schon, Seldi. Ja, ja. Ja, ja. So. Dam, 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 dam. Lande auf allen vier Säulen. Ja, ich glaube, das schaffen wir. Vielleicht nicht aufs erste Mal, aber grundsätzlich ist das zu schaffen. Eins. Mich wundert es, dass hier nicht irgendwie, dass ich kein Feedback kriege. Ich hätte jetzt erwartet, dass es... Nein, was mache ich denn? Dass es irgendwie Ding macht und es kommt so eine kleine Eins. Damit man weiß, dass man es richtig gemacht hat. Ah, okay, gut. Oh oh, das könnte ja schief gehen. Ich muss nochmal Höhe gewinnen. Ich befürchte, meine Flügel lösen sich gleich auf. Oh oh, ja, ungünstig. Gemeinheit. Fange ich mal hier an. So. Konzentration. Puh, das war knapp. Okay, gut. Ob das jetzt wirklich funktioniert, dass man so gar kein Landefeedback kriegt. Ah, na gut, das ist zum Glück die am leichtesten erklimmbare Säule. Ich hole mir vorsichtshalber noch eine neue Mütze mal, weil die hält nicht mehr lange. Und von der Pyramide aus können wir dann auch schön losfliegen. Aha, tatsächlich. Und jetzt? Ich wusste doch, dass irgendwas mit der Decke, dass der Pyramide ist. Mit der Spitze. Jetzt sind wir im Gefängnis. Jetzt fahre ich von oben nach unten. Okay, ich bin gespannt, wo das hinführt, weil unten komme ich auch anders hin. Naja, schauen wir mal. Ja. Soll ich hier reingehen? Hallo? What? Boss oder wie?
Schritte, Grabräuber? Anscheinend wirklich. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass es den Handboss auch in Mario 64 gibt. Verrückt. An was man sich alles nicht mehr erinnern kann. Den treffen wir in Odyssey in ähnlicher, aber beeindruckenderer Form wieder. Und in Zelda gibt es den auch immer wieder gerne. In ähnlicher Art. Wow, das war gerade echt gemein. Der hat mich beinahe runtergefegt. Yeah. Nice. Wir sind besiegt. Du hast den Fluch des Pharaos gebrochen. Jetzt finden wir unseren verdienten Frieden. Ich finde das immer lustig, weil nach den Kämpfen kommt eigentlich immer ein Text von wegen, ja, wir sind jetzt glücklicher, da du uns besiegt hast, danke. Aber sie explodieren und sind tot. Na gut, nimm als Dank diesen Stern. Here we go! Hey, nur noch 2 Sterne und dann könnten wir das Spiel, glaube ich, zumindest durchspielen. Ich meine, nicht 100% durchspielen, aber letztes Level durchspielen. Wenn mich nicht alles täuscht. Die 8 roten Münzen, na meinetwegen. Versuchen wir es mal. Theoretisch, aber leider halt nur in der Theorie. Mit Flugmütze gar nicht so schwer. Nur treffen muss man die Münzen jetzt auch noch. Ausfindig machen und hinfliegen ist jetzt eher das Problem. Okay, das hat schon mal funktioniert. Ob ich die Höhe bis zu dir halten kann? Ja. Gut. Nein, das ist nicht so gut. Okay, alles gut. Ist noch gut gegangen. Wind, dankeschön. Du bist ein Schatz. Ah, come on. Ha. Oh, ich verliere die Ohren. Die Flugohren. Die Flugohren. Ach komm, Wirbelwind, jetzt lass mich mal kurz. Ich muss hier Münzen sammeln. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? Noch nicht so viele, glaube ich, ne? Naja. Boing. Das ist zwar grundsätzlich schon nett, aber ich glaube, jetzt haben wir echt ein Problem, das beinahe problematisch geworden wäre. Aber zum Glück dann doch nicht wirklich. So, 4 haben wir. Ah, da hinten gibt es auch eine Flugmütze. Aha. Na, komm. Ah, da ist auch ein geheimes Loch im Boden. Interessant. Jetzt bleibe ich erstmal bei meiner Münzjagd. Aber grundsätzlich gut zu wissen. Ah, ich werde zu langsam, ey. Ich brauche irgendwas zum Landen. Okay. Wie viel haben wir jetzt? 5 oder so, oder? Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, ich muss mal unsere Mütze auffrischen schnell, bevor wir weiter Münzen jagen. Nein, nein, nein. Oh, Gott sei Dank. Puh. Das hätte gerade ganz doof ins Auge gehen können. 6. Da waren es nur noch 2. Aber jetzt habe ich leider gerade keine Ahnung, wo die sein könnten. Ich mache den mal kaputt hier. Oder auch nicht.
In der Pyramide sind ja wahrscheinlich keine, oder? Wenn, dann sind alle hier. Ah, im Wasser. Mhm. Puh. Oh mein Gott. Das wäre beinahe ins Auge gegangen. Das Mikro ist heute ein bisschen laut eingestellt, ne? Ich mache mal ein bisschen leiser. Ich habe das Gefühl, ich schreie manchmal ein bisschen laut rein. Okay, eine Münze haben wir noch. War die nicht auf der Rückseite der Pyramide? Jetzt, wo ich sage... Fallen wir runter und sind tot. Oh, oh Gott, das war knapp. Heiliges Blechle. Verdammt. Ah ne, ich dachte, dass die nämlich hier ist, aber hier sind nur normale Münzen. Und hier vielleicht? Nee, okay. Dann habe ich leider keine Ahnung, wo die letzte Münze sein könnte. Ach cool, hier ist ein Surfpanzer. Nicht schlecht. Mir wäre eigentlich gerade die Flugmütze lieber, aber ein Surfpanzer ist schon noch nicht schlecht. Damit kann man wahrscheinlich den Treibsand ignorieren, aber einen... Ups. Eine rote Münze kriegen wir da... Ah, da hinten ist sie. Sag mal, wie werde ich denn den grünen Panzer wieder los? Ich weiß schon, der verschwindet nach einer Zeit von allein, aber ich würde gerne absteigen. Ah, geschafft. Gut. Ein bisschen vorsichtig jetzt hier, Mario. Kamera. Kamera, sei doch mal nicht so stur. Sei doch mal mein Freund, bitte. Oh Gott, kann ich da überhaupt hingehen, ohne dass wir runterrutschen und sterben? Anscheinend. Huiuiui. Okay, jetzt vorsichtig zurück. So, jetzt muss ich nur noch mal da hochkommen und ich glaube, ohne Flugmütze wird das schwer. Und die nächste Flugmütze... Ja, okay. Steht da noch die Sprungbox? Ist die schon wieder gespawnt? Nee. Ah, da müssen wir jetzt echt zu Fuß den langen Weg gehen. Ah, ich sehe mich jetzt schon in den Treibsand fallen. Können wir jetzt schon vergessen. Jetzt weiß ich wenigstens, wo die Münzen sind. Ich stelle mich jetzt quasi schon darauf ein, dass ich das nochmal machen muss. Merke ich gerade so. Ist vielleicht auch psychologisch klug. Dann bin ich nicht so enttäuscht, wenn es gleich wirklich eskaliert. Ich gehe jetzt den Weg hier wirklich sehr vorsichtig. Ich überspringe gar nichts. Nicht mal hier. Genau. Schön, schön, langsam, ruhig. Alles gut. Seid gemütlich. Flugmünze, Münze, Mütze holen und dann haben wir es geschafft. Jetzt traue ich mich zu sagen, dass wir es geschafft haben. Jetzt kann, glaube ich, nicht mehr so viel schief gehen. Ja, wir sind gelandet. So, ein Stern noch. Glaube ich. Vielleicht stimmt's auch nicht. Ich habe so im Hinterkopf, dass man nur die Hälfte der Maximalsterne braucht, unbedingt. Vielleicht auch mehr, vielleicht auch weniger. Nee, weniger sicher nicht. Löse das Pyramidenpuzzle. Das klingt nach was, auf das ich gerade überhaupt keinen Bock habe. Schauen wir mal. Vielleicht gehen wir nochmal in ein anderes Level für den letzten Stern. Aber jetzt gucke ich mal, ob es hier mit den Plattformen irgendwas... Ja, 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 ja.
Vielleicht sollte ich mal das Schild lesen. Die Pyramide ist von 4 Säulen umgeben. Erklimme die Spitze der Säulen, um das Geheimnis zu... Achso, ja gut, das... Ah, warum? Na super. Ach, komm schon. Ah ja, wisst ihr was? Ich brauche kein extra Leben. Macht's gut. Ich weiß nicht, was die meinen mit Rätsel oder was Puzzle. Pyramidenpuzzle. Mit Pyramidenpuzzle, keine Ahnung. Ich glaube, hier könnte man abkürzen. Oh, man wird da oben zerquetscht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das was bringt, dass ich nochmal nach oben kletter. Es könnte... Ich weiß gar nicht, ob ich in die Pyramide muss überhaupt fürs Pyramidenpuzzle. Ich schaue jetzt dann in der First Person, wenn ich da oben bin, nochmal mich ein bisschen um. Vielleicht entdecke ich was Mysteriöses. Okay, da ist eine seltsame schwebende Plattform. Ich glaube, ich werde gleich überrollt. Ich glaube, ich gehe mal kurz. Oder rollt die nicht so weit? Scheinbar nicht. Ich gehe mal noch. So. Jetzt schauen wir noch mal. Die Kamera ist wirklich so stur, die macht mich, die treibt mich in den Wahnsinn manchmal. Ah, keine Ahnung, was die meinen mit Pyramidenrätsel. Puzzle. Ich befürchte, das war's nicht. Ach, dammit. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Das ist nervig. Ich schätze mal, die Plattformen sind hier wirklich auch nur zur Gehhilfe. Was ist das da eigentlich? Das sieht eigentlich wie... was aus, wo man normalerweise nicht hinkommt. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich komme auch nicht hin, aber es geht schon. Nee, das ist Tutorial zum Greifen. Ach nö. Holen wir uns hier noch einen gemütlicheren Stern, würde ich sagen. Wo haben wir denn noch einen? Piratenbucht-Panik? Na, ich weiß nicht. Biberberg-Bob. Biberberg, wo war denn der? Ich glaube, der ist eine 3-Stern-Tür, oder? Das ist nicht. Ja. Biberberg-Bob. Die 8 roten Biberberg-Münzen. Ach ja, genau. Deswegen habe ich hier aufgehört in dem Level. Aber ich habe hier was Nützliches rausgefunden. Das war doch hier, wenn ich hier mit einem Rutschsprung abspringe, lande ich genau hier. Genau. Perfekt.
Komm. So. Dass man den Schneemännern nichts tun kann. Die gehen mir auf die Nerven mit ihrer Unsterblichkeit. Und dass ich zu doof bin, die Blumen zu hauen. Ich gehe mir auf die Nerven mit meiner Unfähigkeit. So, jetzt passt auf. Hier sind nämlich gleich drei, glaube ich, oder? Hier ist zumindest eine. Und da ist noch eine. Fünf. Fehlen nur noch drei. Genau, da ist auch noch eine. Geh doch zum Baum. Ach ja, das Schönste an Mario 64 ist, sich die ganze Zeit über die ganzen Eis- und Lava-Level zu ärgern. So, jetzt weiß ich wirklich nicht. Ich glaube, ich will eigentlich die Kanone wieder verlassen. Ich glaube, ich will mich gar nirgends hinschießen. Ich glaube, ich nehme lieber den Aufzug. Der kommt mir ein bisschen sicherer vor, als einfach so ein Schuss ins Ungewisse. Ah, rote Münze. Da war es nur noch eine. Wo könnte die sein? Überall könnte die sein. Ah, und da ist sie. Na, wunderbar. Ich glaube, ich weiß auch, wo der Stern spawnt. Da müssen wir jetzt wieder ein bisschen dahin laufen, wo wir gerade hergekommen sind. Nein, komm schon. Beim ersten Mal habe ich es geschafft, rüberzukommen. Da wollte ich nicht rüberkommen. Und jetzt, wo ich rüberkommen will, schaffe ich es nicht. Ja. Here we go. Yeah. Hey, danke fürs Folgen, JF Duisburg. Ich stream heute ein bisschen unplanmäßig, deswegen habe ich die ganzen Anzeigen nicht, die ich sonst habe, deswegen habe ich es jetzt auch gar nicht gesehen oder sehe grundsätzlich Sachen viel später und werden auch nicht eingeblendet. Aber, ja. Nur, dass ihr es wisst. Heute ist alles ein bisschen anders. Okay, jetzt schauen wir mal, ob 60 schon reichen für die letzte Tür. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube fast nicht, sonst hätte es mir gesagt, ne? Ich glaube, mit den 60 bin ich doch schief gewickelt. Ich glaube, in Wirklichkeit brauche ich mehr. Abraxe, hey! Danke fürs Abo verschenken. 70. Aha, brauchen wir doch noch 10. Ganz so leicht ist es dann eben doch nicht. Boah. Was ist denn da gleich nochmal für ein Level? War ich da überhaupt schon drin? Habe ich denn letztes Mal noch reingeguckt, was da ist? Ich weiß es nicht mehr. Anscheinend. Reise auf dem Regenbogen. Ah, ich glaube, das tun wir uns jetzt nochmal an, aber ich bereue es jetzt schon. Das ist wirklich eine ein ziemlich knackiges Level. Auch wenn es bis jetzt noch nicht so aussieht. Das ist wirklich teilweise so schwer, hier die Perspektive, die Abstände, meine ich, richtig einzuschätzen.
Deswegen sollte ich lieber so fahren, glaube ich. Auch wenn man dann halt nicht weiß, was kommen wird gleich. Ich weiß noch, dass gleich irgendwas Gemeines passiert. Ich weiß noch nicht mehr was. Mario, geh nicht so nah an den Abgrund. Mach mich nicht fertig, Mario. Oh, puh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nicht nochmal. Oh, jetzt aber bitte. Haben wir jetzt genug Höhe hier? Ja, Gott sei Dank. Gemein, gemein, gemein. Oh je, das sieht spaßig aus hier. Was denn? Wo denn? Ich sehe hier nichts mehr. Oh Gott. Bin ich hier richtig? Ich denke schon. Ich glaube, wir haben es geschafft. Natürlich ist hier noch Wind, der uns runterpusten will, weil warum auch nicht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo, Elefantenjagd, wie geht's? Cool, meine Güte. Das war gar nicht ohne. Aber jetzt muss ich nochmal gegenüber reinschauen, weil ich glaube, da waren wir schon drin, oder? Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, was da gleich nochmal war. Irgendein Bonuslevel, irgendein Bonusstern oder sowas. Ah, ja, genau. Da habe ich dann nach einem kurzen Versuch gesagt, nope, das machen wir heute nicht mehr. Also gestern nicht mehr. Wobei wir wahrscheinlich nur den Regenbögen folgen müssen. Die führen uns wahrscheinlich schon ungefähr dahin, wo wir hin müssen. Sehr gut. Hier ist der Kanonen-Heini. Jetzt haben wir die Kanonen freigeschaltet, immerhin. Das dürfte schon mal helfen in dem Level. Ach so, naja, okay. Das war nicht schlecht. Hochziehen, hochziehen! Ah, zu spät hochgezogen. Ich weiß nicht, wie lange unsere Flugmütze noch reicht. Wir brauchen schon langsam wieder Nachschub. Ah, guckt euch das mal an. Okay, interessant. Na, wenn das mal kein meisterlichter Lichterschuss war. Puh, okay, gut. Nettes Spiel. Ich sehe eine rote Münze. Ah, beinahe in den Abgrund. Meine Güte. Wie viele Münzen haben wir jetzt eigentlich? Meinem Pult nach haben wir 85 oder so. Also ich meine, weil mein Pult so hoch ist, nicht weil ich 85 Puls habe. Ach, was weiß ich. Beachtet mich einfach nicht. Thank you.
6. 2 fehlen noch. Okay. Ah, voll nice. Eine fehlt noch. Jetzt müsste man nur wissen, wo. Ah, ich sehe sie. Da müssen wir durch die halbdurchsichtige Wolke durchfliegen. Ah, was leider nicht geht. Der hatte gerade echt viel Widerstand irgendwie, viel Auftrieb. Keine Ahnung. Die Flugsteuerung ist manchmal, gerade wenn es um Höhen geht, komisch. Jetzt finde ich die Wolke nicht mehr. Wahrscheinlich sind wir schon zu tief. Ah, nee. Perfekt. Yes. Müssen wir nur noch irgendwie, glaube ich, wahrscheinlich irgendwo zwischenlanden, wo es eine Kanone gibt. Oder? Ist der Stern da, auf der Plattform? Nee, und jetzt sterbe ich, oder? Ja! Toll. Das finde ich lustig, dass man dann hier wieder rauskommt. Gute Nacht, Abraxe. Mach's gut. Ich mach jetzt auch gleich Schluss. Ich habe mir nämlich gedacht, wenn das Spiel, wenn wir wirklich nur 60 Sterne brauchen, hätte ich es vielleicht heute tatsächlich durchgespielt. Aber jetzt nochmal 9 Sterne. Holen wir uns jetzt heute nicht mehr. Ich glaube, ich mache jetzt auch. Wir machen jetzt Feierabend. Wir haben noch genug potenzielle Sterne, die wir uns holen könnten. Ich habe in ein paar Level, wie zum Beispiel in Gulliver Gumbo und so, habe ich fast noch gar nichts gemacht. Hey, Abraxe, danke nochmal für die Abschiedsherzchen. Wow, da explodiert das Glas vor lauter Spannung. Hier, guck, das erste und das zweite Level haben wir tatsächlich zu 100% fertig gespielt, immerhin. Wo Bombs Bombenberg und Wumms Wuchtal ist sogar mit dem 100 Münzenstern beendet. Ja, ins Geisterschloss. Ins Geisterschloss sollten wir vielleicht nochmal. Wilde Wasserwerft. Ah, stimmt. Bowsers U-Boot, ne? Da war ich einmal kurz drin. Da gibt's auch noch viel zu holen. Naja, okay. Machen wir Schluss für heute. So, schön, dass ihr mit dabei wart heute zu diesem spontanen Zufalls-Kurzstream. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank für die Bits, vielen Dank für die Spenden. Vielen Dank vor allem an Abraxe heute, der super, super spendabel war. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich am Dienstag um 19 Uhr wieder. Da geht's nämlich dann mit dem Patreon-Stream los, mit dem nächsten. Der ist noch nicht gewählt. Die Abstimmung läuft noch. Die lasse ich auch einfach laufen, bis es soweit ist. Und kurz vorm Stream schaue ich danach, was gewonnen hat. Und da spielen wir dann. Ich bin gespannt. Einige coole Spiele sind in der näheren Auswahl jetzt. Mal schauen, was da noch gewinnt bis dahin. Also dann, ciao, macht's gut, gute Nacht. Schönen Abend noch.